So Leute, finanziell melken und das zu anstrengende Bayern-Training. Let's go. Ordentlich was los bei uns in den Kommentaren auf der Liga-Insider-Seite. Und ich habe es Montag schon gesagt, Prime-Doku, Bayer Leverkusen. Habe ich mir mal die erste Folge gegönnt und Xabi Alonso, so ein Macher. Und wenn ihr auch ein Macher seid, dann haut ihr euch mal rein, geht mal hier schön liganzeiter.de, checkt mal eure Lieblingsmeldungen ab und haut mal richtig Feuer rein. Und mit ein bisschen Glück landet ihr hier bei mir im Hot Take Community Check-In. Und ich habe heute auch wieder 4 steile Thesen, 4 heiße Takes am Start und die schauen wir uns mal an. Und wir starten aber heute mit keinem Hot Take, wir starten mit Sven, der einfach nur was Geiles schreibt. Und das reicht auch, um hier reinzukommen. Das muss ja hier Motivation genug sein. Also, er hat kommentiert unter unserem Artikel, Stuttgart verliert erstes Champions-League-Spiel gegen Real. Und Sven haut einen richtigen Banger raus hier. Teilweise so überragend gespielt, aber wie immer die Madrid-Krankheit. Machst du deine Chancen gegen die nicht, verlierst du. Trotzdem, großen Respekt für den Auftritt im Bernabeu. Alter, was der VfB da gestern abgebrannt hat, ne? Heilige Maria, also wirklich in der Hölle Spaniens, ein absolutes Fest abgebrannt. Nach 15 Jahren zurück in der Königsklasse bei den Königlichen. Und Mio muss in der 8. Minute, Junge, was machst du denn da? Muss den doch nur einschieben und schiebt den dann irgendwie mit dem Linksdrall irgendwie da am Gehäuse rechts vorbei. Dann der Underflattenkracher, auch das und eine unfassbare Chance sind natürlich die Chancen, die Sven hier auch direkt im Blick hat. Kurzer Datencheck auch, habe ich mal gemacht. Stuttgart mehr Ballbesitz im Bernabeu, also gebt euch das mal, 54%. 17 Schüsse gesamt, Pässe ins letzte Drittel, 2% besser als die Madrilenen. Und charakteristisch für mich, 2 Kämpfe, 52% gewonnen. Also auch hier das Oberwasser. Stuttgart hätte das Ding absolut verdient gehabt. Am Ende bist du wirklich die eine Großchance, die du weniger machst, schlechter und verlierst das Spiel. Trotz alledem absolutes Statement-Spiel hier vom VfB und auch für die nächsten Bundesliga-Wochen. Dennis Undav, ich hatte da so ein Sorare-Gefühl. Danke für die Punkte, Bro. Richtig gut. Und ich grüße auch meinen Sorare-Chef Adam. Der ist hier gerade auf Rodos. Liebe Grüße da. Und ich nehme euch nochmal mit zum Undav-Treffer. Die Ecke. Da wurde nämlich jemand eingewechselt von diesem Top 3 Standardschützen von gestern. Habe ich doch gehört, oder? Weißt du, woran ich denken muss? Na? Svenno hat letztes Jahr im Podcast, glaube ich, 3-4 Mal von den besten Standardschützen in der Bundesliga geredet. Ja. Und ich glaube, wenn er das Ranking neu machen würde, wäre unter Top 3 Fabian Rieder dabei, oder? Oh yeah. Kickbase Guido hier direkt confirmed. Und das ist nochmal für die Leute, die gefragt haben, wieso ranken die denn Rieder über Kimmich? Ja, Leute, that's why. Der kommt einfach rein, haut da so einen mustergültigen Eckball rein, auf den zweiten Pfosten Leveling, schnippelt den dann nochmal rüber mit dem Kopf und Undav kann dann vollstrecken. Leveling bekommt natürlich den Real-Time-Assist, aber mit wie viel Zucker Rieder den da reinschnibbelt. Rieder vielleicht gerade wirklich auf einer absoluten Peak-Rad unterwegs und der reitet auf jeden Fall die Welle. Und der Imago-Fotograf, der steht auf der anderen Seite. Ich brauche natürlich das Bild von Undav von vorne, aber wir sehen ihn hier auf jeden Fall. Er flext da schön nochmal in die andere, in die spanische Kamera auf jeden Fall. Und auch wenn der Stuttgart noch nicht komplett seine Form in Punkte umgemünzt hat, die Schwaben, die sind auf jeden Fall da und vielleicht eines der heißesten Teams gerade der Bundesliga, zumindest für mich. Und wir gehen weiter zu Süleymane Sané, der hat Bayern geschaut und schreibt unter unserem Bayern-Tor-Festival-Artikel, er kocht hier nämlich den Modus, Champions League, absurde Bezeichnung des Wettbewerbs, einfach künstlich aufgebläht, um die Kuh maximal finanziell zu melken. Jedes Jahr weniger Spannung im Wettbewerb. Als Bayern-Fan schaue ich mir seit 15 Jahren eine Gruppenphase an, in der Bayern die Gegner aus der Arena klatscht. Da ist in jedem Bully-Spiel mehr Spannung vorhanden. Ich glaube, den letzten Satz, den können wir mal mit Kielnote ausklammern. Aber bei dem Modus, da scheiden sich ja wirklich die Geister. Ne? Also die einen wollen nicht mehr diese langweiligen, lame Rückspiele haben und mehr Städte sehen. Also das betrifft natürlich gerade auch die Auswärtsfans, die da immer fleißig mitreisen. Und die anderen sagen, hey, aufgeblähte Kuh wie Süleymane. Und ich gehe hier mit dir, Süley. Also für mich ist es auch mehr Spiele. Du musst da wirklich aufpassen, dass das nicht bald irgendwie so einen NBA-Charakter bekommt hier. Dass du dann irgendwie alle 2 Tage spielst, das ist für die Knochen. Also jetzt werden natürlich hier die Leute auch sagen, ja Leute, das sind millionenschwere Profis, die sollen ein bisschen was machen für ihr Geld. Aber das ist eine enorme Belastung, auch gerade auf diesem Top-Niveau, auf dem auch die
Profis da unterwegs sind. Und dann hast du so eine krasse Belastung und dann halten einfach echt nur noch die Teams sich über Wasser, die über eine super Breite verfügen und dann gleichzeitig natürlich auch noch über eine super Qualität. Und ja, das ist ja jetzt schon zum Teil auffällig. Vereinzelt sehen wir das ja schon, aber dann sind es halt noch ein extremeres Gefälle und dann kommen die Vereine, die Kleinvereine, glaube ich, dann gar nicht mehr hoch. Und das ist wirklich hier mein Take des Tages von Süleymani Sané. Sehr geil, der Bro. Und ordentlich Feuer drin. Finde ich richtig gut. Ich gehe hier auf jeden Fall mit dir, mein Lieber. Ich gehe mal an die Theke. Der hat sich bei Wind und Behrens unter Hasenhüttel weniger gefragt reingeschlichen. Und schreibt, Behrens eh überbewertet. Zehrt immer noch von den ersten Spieltagen der letzten Saison. Legit, also wirklich Real Talk. Der hat nach dem Dreierpack gegen Mainz, erster Spieltag, letzte Saison, da noch im Union-Dress, einfach 2 Tore noch geschossen, innenübergreifend. 37 Spielen. Was macht der Junge da? Also Behrens, ein absoluter Fremdkörper aktuell fürs Spiel der Wolfsburger auch. Und wurde jetzt zweimal eingewechselt diese Saison schon, 19 Minuten. Und er muss sich wirklich straffen, dass der hier noch auf Einsatzzeit kommt. Weil aktuell sehe ich den auch eher irgendwie da, dass er der 14. Mann ist, 15. Mann vielleicht gerade. Der ist gerade weit weg von der VA, von der voraussichtlichen Aufstellung gerade fürs nächste Spiel. Und ja, wir bleiben bei Fremd. Und wir sind jetzt beim User Weltfremder. Der hat sich auch getraut in die Kommentare. Der hat sich mal Sascha Bowie gekrallt und Hiobs Botschaft bei ihm, Sascha Bowie, er leidet schwere Knieverletzung, da auf jeden Fall nochmal schnelle Genesung hier auf jeden Fall auch von uns und das im lockeren Training der Bayern am Sonntag nach dem Kiel-Spiel, das ist auch eigentlich nur noch Auslaufen angesagt, aber ja, da ist es reingezogen, Meniskusriss im linken Knie und der Weltfremde schreibt, Bayern Classic, bei Gala immer fit gewesen, dann kommt er zu den Bayern und prompt 2-mal länger verletzt. Also entweder hält der Junge mal gar nichts aus und die Bayern haben sich mal wieder schön über den Tisch ziehen lassen. Sehr spannend. Oder aber das Training ist so anstrengend und das Fitnesspersonal ungeeignet. Also letzteren Punkt, glaube ich, können wir unter Spaß einordnen. Oder ist Kompanie Quelix? Also vielleicht haben wir ja hier einen, der zuguckt von der Sebener Straße. Schildert uns da mal gerne die Eindrücke, die ihr da habt. Ich glaube wirklich, die Bundesliga ist jetzt mittlerweile echt eine knackige Liga. Die Premier League war ja immer so verrufen als vielleicht die härteste, weil da natürlich auch immer viel durchgelassen wird von den Schiedsrichtern. Aber so die Zweikämpfe in der Bundesliga, also das kann schon mal ordentlich knallen. Und Bowie verletzt. Was nun bei den Bayern, ist natürlich die Frage. Brian hat unter diesem Artikel eine Hammer-Analyse gedroppt. Auf jeden Fall mal reinlesen. Und auch gerade so taktische Züge da analysiert im Blickwinkel von Bowie. Also da hätte sich jetzt echt was, eine gute Perspektive auftun können. Der fällt aus und ich ziehe mir mal rein, wer denn jetzt attraktiv werden könnte in meinem Factsheet. So, das Erste, was ich gesehen habe, als ich bei Kickbase Let's reingeslidet bin in unserer Liga-Insider-Liga, mir weiß, der Bro, der hat sich erstmal Asnu geholt und das wäre instinktiv auch mein erster Call gewesen für die Bayern, denn Asnu hat eine richtig smarte Vorbereitung gespielt, hat da einige Minuten abgeknipst und hat das richtig gut gemacht. Den hätte ich jetzt als Rechtsverteidiger instinktiv erwartet. Aber die Bayern hatten gestern Champions-League-Spiel, haben wir natürlich schon gehört, sehr erfolgreich bestritten. Und da war auf der linken Seite ein anderer Mann und da ist einer auch rübergewandert. Guerrero nämlich von links auf rechts. Und dann hat links, hat Kompanie mal Davis vertraut. Und Davis ist ja aktuell nicht mehr so richtig auf den Radarstationen, glaube ich, unterwegs unter uns Managern. Und deswegen muss ich den hier unbedingt mal unterbringen. Den hole ich hier mal aus der Kiste und er schafft es hier direkt aufs Factsheet. Das habe ich natürlich unterteilt wieder in Upside und Downside. Was spricht aktuell für Davis und was spricht eventuell auch nicht für ihn? Das gucke ich mir an und dann bewerte ich mal am Abschluss, wie ich ihn denn so einranke. So, wir starten mal ganz klar. Der kommt hier gerade natürlich mit der Meldung von eben. Bowie Ausfall, macht natürlich schon die Bühne frei. Unser Redakteur Christian schreibt, mehrere Wochen, dann ist das auch so. Und ich habe direkt angekettet daran natürlich die Champions League Prime Performance von gestern, habe ich mir mal angeschaut. Der war mega gut gestern.
Klar werden jetzt wieder einige schreiben, ja, guck, beim 9-2, wie willst du da nicht gut sein? Weil der hätte ja auch einen Fehler machen können, natürlich, ne? Von daher, der hat das richtig gut gemacht. Der hat einen Assist rausgeholt, hat einen Elfer nämlich rausgezogen. Und Alphonso Davies, 2 Kämpfe über 50%. Angekommene Pässe 96%, also messerscharf die Pässe. Und auch 92 Ballaktionen als Linksverteidiger. Kann man so machen. Also gefiel mir sehr, sehr gut. Ich habe den Vertrag auch im Blick. Der läuft nämlich nur noch ein Jahr und der Junge braucht Spielpraxis. Also ansonsten fällt nämlich auch der Marktwert. Das ist hier eine Korrelation auf jeden Fall. Die Bayern können natürlich sagen, Marktwert ist uns egal. Der geht eh nächste Saison ablösefrei. Wissen wir natürlich noch nicht. Aber das kann natürlich auch sein, dass die intern sagen, hey, wir lassen jetzt nochmal richtig eskalieren, dass wir da nochmal die ein oder andere Münze im Winter einsacken. Also hier sind auf jeden Fall, wären beides realistische Szenarien, um hier eventuell auch nochmal mit dem anderen Club den in Verbindung zu bringen. Wir kommen zur Downside und Rotation. Also gerade für die Manager unter uns, das ist ja ein Albtraum, ne? Also wenn Kompanie jetzt hier nicht sagt, ich truste jetzt voll auf Davies, das hat er nämlich noch nicht gemacht, dann ist es natürlich hier schwer, irgendwie jetzt hier zu vertrauen. Die Bayern rollen gerade wie so eine eingespielte Dampfwalze, das ist irgendwie auch gerade so mein Take gerade, weil der könnte natürlich auch mal reinkommen und dann immer noch gute Punkte machen. Aber ja, hat er sich jetzt festgespielt mit dem Champions-League-Spiel? Das ist auf jeden Fall noch offen. Da muss man vielleicht nochmal die nächste Entwicklung abwarten. Brian hatte in seiner Monster-Analyse auch Leimer schon genannt als möglichen Konkurrenten. Sehe ich auch Leimer auf jeden Fall realistisch, kam nämlich jetzt auch dann gegen Kiel rein. Und dann noch krasser, Stanisic. Der wird nämlich auch bald wieder erwartet, aber erst im November. Da habe ich nochmal nachgeschaut. Von daher, es könnte hier sich wirklich eine Short-Term-Value, wenn wir da jetzt mal so im englischen Fachjargon Manager-spezifisch bleiben, sich schon auftun. Für Davies ist ein spannender Mann. Vertragssituation habe ich hier auch nochmal angebracht. Also das ist wirklich die Downside. Wenn die jetzt sagen wirklich, wir geben den im Winter ab und man holt den sich jetzt ins Team. Wenn ihr mit dem Reset spielt, ist das natürlich fein. Aber ja, wenn ihr da mit einer saisonalen Manager-Ausbeute irgendwie an den Start gehen wollt, dann könnte der im Winter natürlich auch schnell weg sein. Und dann ist das natürlich so eine Art Angst-Alert, der hier dann losgeht. Ich war eigentlich pro Davies eingestellt, als ich mir hier das Sheet erstellt habe. Bei mir kippt das Rating dann irgendwie, wo ich den Namen Stanisic sehe, weil ich den auch super valide sehe in dem Bayern-Konstrukt. Der ist aber noch bis November erstmal raus, haben wir gesagt. Ich habe Davies auf 2,5 Sterne gerankt. Der ist für mich aktuell, das ist wirklich, schaut euch das an, es ist eine absolute Risikoaktie aktuell. Ich sehe bei Kickbase 19 Millionen Marktwert. Ich sehe bei Comunio 4,5 Millionen Marktwert. Ich würde die mir wohl eher bei Comunio holen, wenn ich hier eine Manager-spezifische Note einmal anbringen darf. Eine Empfehlung von mir aus dem Comunio-Haus. Da wäre er dabei. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr aktuell Alphonso Davies seht. Ist für mich eine ganz spannende, ungewisse, heiße Aktie gerade. Leute, das war der Community-Check-In. Wie ihr reinkommt, einfach nur ligainsider.de anwerfen und dann euch den Artikel eures Vertrauens schnappen und dann einfach nur reinfeuern, was das Zeug hält. Reinfeuern ist das Stichwort. Wir hatten gestern ein cooles Video, Kickbase-Guide zu Gast. Checkt mal ab. Wir haben die aktuell vorm besten Mittelfeldspieler gerankt. Richtig nice Pyramide. Und den Tag davor, die Gewinner des Spieltags. Auch da waren ein paar heiße Spieler mit drin. Unbedingt abchecken. Und damit bin ich jetzt raus und wünsche euch noch einen schicken Tag.